Die logistische Regression ist ein weiteres lineares Modell zum Machine Learning, das dazu eingesetzt wird, um ein Problem, das mit der herkömmlichen linearen Regression, die Sie schon kennengelernt haben, auftritt, zu umgehen oder es zu reparieren. Es ist eine robustere Lernvariante und es liegt daran, dass die sogenannte logistische Funktion hier verwendet wird. Ausgangspunkt ist weiterhin dasselbe Setting wie vorher. Wir haben eine Multimenge X an Feature-Vektoren. Wir haben zwei Klassen, in diesem Fall bei der logistischen Regression als 0 und 1 kodiert statt minus 1 und 1. Und wir haben Beispieldaten, wie schon zuvor definiert. Und die müssen die Modellfunktion. Es gilt eine logistische Funktion, die als Modellfunktion herfällt, auf die Daten zu finden. Beispiel Spam oder Hamming-Klassifikation. Und dann nochmal schnell zum schnellen Einstieg hier die Wiederholung des Problems, das bei der linearen Regression auftritt. Wir haben hier eine Menge von Daten. Bei der linearen Regression wird jetzt neben einer schon gefitteten Modellfunktion, bei der wir mittels RSS-Funktion, mittels Optimierungskriterium RSS die Parameter optimiert haben, dann eine Entscheidungsregel obendrauf gelegt. Diese Entscheidungsregel soll uns dabei helfen, die Klassifikation, die wir eigentlich machen wollen, durchzuführen. Hier, ob sich eine E-Mail anhand der Anzahl der obszönen Wörter darin als Spam oder Ham klassifizieren wird. Die sechs Punkte, die da zu sehen sind, sind Beispiele, die von Experten bereits eingeschätzt wurden. Und hier, wie Sie auch sehen, unterscheiden wir noch die Klassen als oder kodieren wir die Klassen auch noch als minus 1 und 1, wohingegen der Nullpunkt der Funktion als Diskriminationspunkt dient. Bis jetzt treffen wir eine perfekte Entscheidung für diese Beispiele. Wenn ich ein Beispiel hinzufüge, das man als Ausreißer bezeichnen könnte, nämlich ein Beispiel, das sehr, sehr viele obszöne Wörter enthält, dann ändert sich die gemäß der linearen Regressionsfunktion optimale Hypothese. Das heißt, die optimale Parametersatz, die Gerade wird flacher, hat nicht mehr so eine hohe Steigung und deswegen verschiebt sich auch der Diskriminationspunkt. Das sehen wir jetzt hier nochmal. Der Diskriminationspunkt verschiebt sich nach rechts. Und auf diese Weise geschieht es jetzt mit dem konstruierten Beispiel, dass zwei eigentlich als Spam zu klassifizierende E-Mails plötzlich nicht mehr als Spam eingeschätzt werden. Und Schuld ist genau diese eine E-Mail, die besonders viele enthält und die Modellfunktion bei der Optimierung über Gebühr beeinflusst. Um das Problem zu lösen, können wir einen Wunsch formulieren zunächst einmal? Was wünschen wir uns? Beziehungsweise wir können das Problem weiter analysieren. Woran liegt es? Es liegt daran, dass die lineare Modellfunktion zu einfach ist. Sie ist einfach nur eine Gerade hier in diesem eindimensionalen Feature-Raum, eine Gerade in dem Feature-Raum zusammen mit den Klassen. Und diese Hypothese trägt bezüglich des Optimierungskriteriums nicht wirklich. Denn wir haben ja, da wir ein Klassifikationsproblem modellieren wollen, eben nicht, wie man es sonst bei der Regression vorfindet, Daten, die irgendwie auch auf der Y-Achse verteilt sind, sondern wir haben einfach nur zwei feste Werte. Und es wäre doch an sich ganz angenehm, wenn die Funktion eben nicht immer weiter wachsen würde. Das Wachstum der Funktion sorgt dafür, dass wir hier eine Situation vorfinden, je weiter rechts sich zum Beispiel ein Punkt oder ein Ausreißer befindet hier in ein Beispiel. Also das heißt, je mehr obszöne Wörter es enthält, umso größer wird der potenzielle Fehler, den die Modellfunktion macht. Und um diesen Fehler, der mit zum Quadrat in die Optimierung mit einfließt, um diesen Fehler zu minimieren, wird die Modellfunktion damit immer weiter nach rechts verschoben. Dasselbe würde übrigens passieren, wenn wir hier unten einen Ausreißer nach links hätten, wobei natürlich die Zahl der obszönen Wörter nicht kleiner als 0 sein kann. Wir wünschen uns also jetzt eine Funktion, die Grenzwerte hat, bezüglich nach oben und nach unten. Im Idealfall Grenzwert 1 oder minus 1, so wie wir es jetzt von der linearen Regression gewohnt sind, oder in Analogie dann zu der alternativen
Codierung der Klassen als 0 und 1, die Grenzwerte 0 und 1. Das können wir auch konstruieren, und zwar mit Hilfe der sogenannten Sigmoid-Funktion. Sigma von z, das ist 1 durch 1 plus e hoch minus z. Und diese Funktion sieht wie folgt aus, wenn man sie plottet. Hier auf der x-Achse sind die z-Werte und auf der y-Achse ist dann der Wert der Sigmoid-Funktion. Zur Illustration auch hier so, die Beispiele mal reingeplottet. Wenn man annimmt, dass dann hier der Wert 1 ist und hier der Wert 0 und z in irgendeiner Weise ein Feature kodiert. Wie wir sehen können, ist die Funktion beschränkt nach oben und nach unten. Insbesondere erreicht sie niemals den Wert 0, wenn man z kleiner werden lässt. Oder sie erreicht auch niemals den Wert 1, wenn man z größer werden lässt. Die Funktion ist definiert auf dem offenen Intervall 0 und 1. Das heißt, auch hier, wenn wir eine Modellfunktion haben wollten, die perfekt auch 1 vorhersagt, das würde man mit dieser Funktion nicht erreichen, aber wir kommen sehr nah ran. Und die Eigenschaft, die wir gewonnen haben, ist, dass insbesondere, wenn jetzt hier mal ein Ausreißer hinzukommt, der hier liegt, dass der Abstand bestenfalls so klein ist, dass er im Quadrat in der Optimierung nicht mehr ins Gewicht fallen würde. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn wir in den negativen Bereich schauen. Und auf diese Weise entscheidet dann letztendlich nur der Übergang zwischen den negativen und den positiven Beispielen darüber, wie exakt diese Funktion gestaltet werden sollte. Und bezüglich des Z-Parameters. Und auf diese Weise haben wir hier als Entscheidungskriterium wieder die 0,5 und können das einfach ansetzen und sagen, okay, hier trennen wir. Wir entscheiden dann auch nicht alle Beispiele perfekt. Das ist hier so konstruiert, dass man ein paar Beispiele nicht perfekt entscheidet, aber das ist an der Stelle das Beste, was wir machen können. Das Problem, was wir an dieser Stelle haben, ist, dass in dieser Sigmoid-Funktion ja keine Parameter außer dieser Z-Parameter sind und wir irgendwie sowohl Features als auch Gewichte reinbringen müssen, damit wir überhaupt etwas lernen können. Und das geschieht durch Verknüpfung mit der herkömmlichen linearen Regressionsfunktion. Hier, die Verknüpfung sieht so aus, dass wir diese Funktion einfach an die Stelle von Z setzen und in die Sigmoid-Funktion einsetzen und dadurch eine sogenannte logistische Modellfunktion oder die sogenannte logistische Modellfunktion erhalten. Definiert als 1, 1 durch 1 plus e hoch minus w transponiert mal x. W ist der Gewichtsvektor und x die Repräsentation der Beispiele. Die x-Achse hat sich hier dementsprechend verändert. Es ist der Funktionswert der linearen Modellfunktion, also das, was herauskommt. Und auf der y-Achse sehen wir den Funktionswert der Sigmoid-Funktion bezüglich dieser linearen Regressionsfunktion. Das heißt, wir haben die Werte der linearen Regressionsfunktion auf die Sigmoid-Funktion projiziert. Jetzt hat diese Funktion hier Parameter, nämlich genau w. Und die können wir ganz so wie vorher auch wieder optimieren, um eine möglichst gute Entscheidung hier zu treffen, wie die Funktion liegen sollte. Die Parameter beeinflussen dann die Lage dieser Funktion. Hier nochmal der Wertebereich. Der Definitionsbereich ist R hoch p plus 1, wieder die Parameter der Funktion und wie gesagt das offene Intervall zwischen 0 und 1. Bei der Evaluierung haben wir Ihnen gezeigt, dass maschinelle Lernen auch probabilistisch modellieren und interpretieren kann. Das geschieht auch bei der logistischen Regression und üblicherweise wird die logistische Regression oder der Wert der Sigmoid-Funktion, wenn diese Modellfunktion angesetzt wird, als eine Wahrscheinlichkeit interpretiert. Das ist eine Interpretation. Die Werte liegen halt irgendwie zwischen 0 und 1 und es wird jetzt einfach so getan, als wäre das eine Wahrscheinlichkeit. Das kann man machen. Die Wahrscheinlichkeit für die Sigmoid-Funktion ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Klasse 1 ist, gegeben.
dass wir einen bestimmten Feature-Vektor vorliegen haben unter den einer bestimmten Parametrisierung w. Wenn wir die Gegenwahrscheinlichkeit wissen wollen, dass ein Beispiel zur Klasse 0 gehört oder die negative Klasse angehört, dann nehmen wir einfach 1 minus des Modellfunktionswerts. Alles, was jetzt noch zu tun ist, ist, diese Funktion zu optimieren. Na, okay, hier nochmal als Beispiel, das überspringe ich jetzt nochmal, weil wir es beim letzten Mal auch schon hatten. Hier nochmal als Beispiel die Wahrscheinlichkeiten, wie man sie ausrechnen kann. Ich mache es doch nochmal zur Sicherheit, einfach nur damit Sie sich erinnern. Hier insbesondere, das habe ich beim letzten Mal falsch gesagt, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit hier nicht 0,5, sondern 0,15 gemäß des Funktionswerts hier. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Beispiel zur positiven Klasse gehört, ist 0,15, einfach hier abzulesen. Keine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, aber je weiter wir nach rechts kommen, die Funktion steigt und ist irgendwann nahe 1, sodass die Wahrscheinlichkeit immer nahe 1 betrifft. Die Gegenwahrscheinlichkeiten entsprechend der Formel hier unten abgetragen. Das Beispiel überspringe ich nun tatsächlich. Genau, wir haben als Entscheidungsregel dann noch die 0,5 angesetzt jetzt ja. Wir haben ja nur Werte zwischen 0 und 1, deswegen bietet sich 0,5 als mittlerer Wert und auch als in dem Fall hier Wendepunkt der Funktion an eine Entscheidungsregel aufmachen. Sie können natürlich jeden anderen Wert spezifizieren, das Ihnen überlassen, aber im Normalfall ist das der Default. Vielleicht noch interessant oder nochmal auch zur Erinnerung, es ist, wenn Sie dann eine fertige Modellfunktion trainiert haben, nicht mehr nötig, dass Sie jedes Mal den kompletten die Sigmoid-Funktion vollständig ausrechnen. Es genügt, wenn Sie zur Entscheidung einfach nur prüfen, ob das Beispiel zusammen mit den Gewichten auf der einen oder auf der anderen Seite der Diskriminierungshyperebene liegt, die Sie mit Hilfe der Sigmoid-Funktion erlernt haben. Denn am Ende war es ja nur eine Projektion. Wir haben nur mit Hilfe der Sigmoid-Funktion den Lernprozess, den Optimierungsprozess beeinflusst. Und zwar so, dass es keine Parameter, dass die Optimierung keine Parameter wählen kann, die stark beeinflusst sind von Ausreißern, die sie gegebenenfalls in den Beispielen haben. Das macht die Inferenz, also das heißt, das anschließende Vorhersagen für ungesehene Beispiele einfach auch rechnerisch einfacher und können sich die etwas komplexere Berechnung der E-Funktion dann aufsparen. Was jetzt noch bleibt, ist, wie finden wir denn jetzt den optimalen Parametersatz? Und hier wird auch die probabilistische Interpretation der logistischen Modellfunktion angewandt. Gemäß Maximum Likelihood Methode soll bezüglich der Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Parametersatz, also eine bestimmte Hypothese aus dem Parameterraum R, P plus 1, die Daten erklärt, maximiert werden. Sie haben das am Anfang der Vorlesung schon mal gesehen, diese Form hier, die Wahrscheinlichkeit für D unter den Parametern W, das kam schon mal bei der linearen Reaktion. Das klingt jetzt erstmal, okay, ja, natürlich, wir wollen die Hypothese haben, die die Wahrscheinlichkeit für D maximiert, dass wir D beobachten, dass wir D mit Hilfe dieser Funktion erklären können. Aber wie sieht das dann konkret aus? Wir brauchen, und das ist dann das Äquivalent dazu, wir brauchen ein Kriterium, das wir tatsächlich mathematisch analysieren können. Und letztendlich ist das Äquivalent dazu, dass wir eine sogenannte Loss-Funktion, den sogenannten logistischen Loss aufstellen, L Sigma, der dann minimiert wird. Das heißt, die Maximierung der Wahrscheinlichkeit hier für einen bestimmten Parametersatz entspricht der Minimierung der Verlustfunktion L Sigma. Das Ganze ist analog zu der RSS-Minimierung. Die wir hier nochmal sehen.
So. Sieht aus. Ja. Ja, hier haben wir ja auch die Residual Sum of Squares Funktion als in diesem Fall Verlustfunktion aufgestellt, die es zu minimieren gilt. Das heißt, die Abweichung der Werte der linearen Modellfunktion für ein konkretes Beispiel von dem tatsächlichen erwarteten Wert, also der Plus 1 oder Minus 1 in diesem Fall, und das Ganze quadriert und summiert über alle Beispiele. Hier gilt es dann, den Parametersatz zu finden, der diese Funktion minimiert. Analog dazu gilt es hier, den Parametersatz dieser noch unbekannten Funktion zu finden. Diese Funktion, die Sie bis jetzt noch nicht kennen, aber gleich sehen werden, die wird hier von dieser Darstellung des Optimierungsproblems abgeleitet oder hergeleitet. Ich erspare Ihnen jetzt die Details dieser Herleitung. Ich will Ihnen nur zeigen, dass sie da sind. Auf den Bemerkungsfolien sehen Sie nochmal den Recap der probabilistischen Definition, wie wir sie auch schon bei der Evaluierung gesehen haben. Sie sehen darüber hinaus dann die Herleitung der Maximum Likelihood-Hypothese, ausgehend von der Wahrscheinlichkeit hier. Ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie das reproduzieren können. Denn die Herleitung sieht erstmal umfangreich aus. Jeder einzelne Schritt erschließt sich sehr schnell, wenn man darüber nachdenkt. Dort, wo es ein bisschen komplizierter ist, haben wir noch Hinweise gegeben, was hier eigentlich passiert. Und am Ende sehen Sie, es kommen zwei Funktionen von Interesse raus. Einerseits diese Form hier, die jetzt im Prinzip bei der RSS-Funktion dem Klammerausdruck entspricht, mit der dann in Lernschritten von Algorithmen hantiert wird, und natürlich die Funktion L, Groß L Sigma selbst, die im Prinzip diese hier ist. Entschuldigung, nein, ist schon diese hier. Beziehungsweise dann abgekürzt diese hier. So. Genau. Das nur zum Hinweis. Jetzt habe ich hier noch. Genau. Ja, genau. Die Interpretation der logistischen Funktion als eine Wahrscheinlichkeit oder der Ergebnisse der logistischen Funktion als eine Wahrscheinlichkeit bringt gewisse Annahmen mit sich, die Sie dadurch ja, in Ihr Lernverfahren einführen. Eine Annahme besteht darin, dass wenn Sie Beispiele haben, die Ausreißer gegen unendlich oder minus unendlich sind, dass die garantiert dann zur Klasse 1 oder zur Klasse 0 gehören. In der Praxis muss das nicht so sein. Wie gesagt, ich habe beim letzten Mal schon das Beispiel genannt, ich schicke Ihnen einfach für Ihre Bachelorarbeit, weil Sie da in irgendeiner Weise mit E-Mails hantieren, einfach mal das Dictionary von allen obszönen Wörtern im Deutschen oder sowas, damit Sie damit arbeiten können per E-Mail, und Ihr Spam-Filter filtert das natürlich sofort heraus, weil er arbeitet vielleicht genau damit. Und das wäre dann falsch, weil diese E-Mail ist ja für Sie von Interesse. Genau. Und das Zweite ist, dass wir gemäß des Funktionsverlauf irgendwie einen mehr oder weniger klaren und eindeutigen Übergang zwischen niedrigen Wahrscheinlichkeiten und hohen Wahrscheinlichkeiten haben, der sogar relativ schnell ansteigt, je nachdem, wie die Funktion parametrisiert ist. Das muss auch nicht sein. In der Realität gibt es nicht notwendigerweise immer solche linearen oder in dem Fall nicht linearen, aber doch sehr homogenen Zusammenhänge. Wahrscheinlichkeiten können sich auch an verschiedenen Stellen stauchen oder strecken. Also die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, wenn man auf der X-Achse nach rechts wandert. All das sind jetzt Annahmen, die durch diese Funktion mit reingebracht werden. Das können Sie nicht verhindern. Wenn das Annahmen sind, die bei Ihnen auf gar keinen Fall eine Rolle spielen sollten im Lernproblem, dann ist diese Funktion auch nicht geeignet. Das heißt, es ist immer wichtig auch, dass man sich darüber Gedanken macht oder versucht, die Tricks, die man hier auch teilweise größtenteils oder viele davon sind einfach gute Tricks,
wie man das Lernverfahren beeinflussen kann, wie man die Tricks interpretieren muss und was sie dann für die eigene Anwendung für eine Auswirkung haben. Das ist sehr wichtig zu wissen. Gut, also das heißt, diese mithilfe der Loss-Funktion können wir dann herangehen. Hier zeige ich Ihnen dasselbe jetzt nochmal, genau wie bei der linearen Regression, auch mal zweidimensionalen Feature-Raum, dass Sie sehen, dass das jetzt nicht irgendeine Spezialität eines eindimensionalen Feature-Raums ist. Das klappt dann genauso, aber nicht mehr leicht darstellbar für höherdimensionale Räume. Hier haben wir die schon bekannte Ausgangssituation der linearen Regression, zwei Klassen, minus 1 und 1. Zwei Features, x1 und x2. Die andere Achse ist da jetzt gerade nicht zu sehen. Haufenweise Beispiele, schön sortiert, die Minus- und die Plusbeispiele. Und wir erlernen jetzt eine lineare Funktion, die eine Hyperebene in diesem Raum darstellt. Und darin gibt es nun eine Diskriminationsgerade, die entsprechend hier zu finden ist, die wir heranziehen, um die Entscheidung zu treffen. Analog dazu sieht dann die Sigmoid-Funktion in diesem zweidimensionalen Feature-Raum aus, beziehungsweise in diesem dreidimensionalen Raum. Und sie ist natürlich genau wie vorher auch nach oben und nach unten durch 0 und 1 begrenzt. Das heißt, das Verhalten ist hier gleich und auch hier ist dann die Entscheidung bei 0,5 diese gerade hier im höherdimensionalen eine Diskriminationshyperebene. Hier dann nochmal das Ganze als Formel, oben allgemein die Modellfunktion, so wie wir sie definiert haben, und dann eingesetzt für diesen speziellen zweidimensionalen Fall. Hier also im Exponenten der E-Funktion minus W0 plus W1 mal X1 plus W2 mal X2. Die Gewichte gilt es zu optimieren und die Features der Beispiele sind fix und gegeben gemäß der Beispiele. Genau, das habe ich jetzt alles schon quasi vorweggenommen. Genau, diese Animation zeigt das dann auch nochmal, wo die Diskriminations Hyperebene beziehungsweise in dem Fall gerade ist. Und das Entscheidungskriterium ist, wie gesagt, größer 0,5, größer gleich 0,5, das gleiche per Konvention, ergibt die positive Klasse und kleiner 0,5 ergibt die negative Klasse. Das Ganze kann wieder, genau wie vorher auch, in den Feature-Raum projiziert werden und dann haben Sie das Bild, das Sie von vorher auch kennen. Also das heißt, rein von der Darstellung des Ganzen hier hat sich auch eigentlich gar nichts geändert. Sie sehen auch hier die Äquivalenz zur linearen Regression. Sie erhalten trotzdem einfach eine Diskriminationsgerade in diesem Fall oder im Allgemeinen eine Hyperebene und demzufolge können Sie halt auch einfach die Entscheidung treffen anhand der Position des Beispiels in Relation zu dieser Gerade, also auf der einen Seite der Gerade oder auf der anderen Seite der Gerade. Das heißt, die Verwendung der Sigmoid-Funktion, der logistischen Funktion zum Optimieren der Parameter hat wirklich nur etwas mit dem Lernen zu tun. Sie hat nichts damit zu tun, nachher Entscheidungen zu treffen in der Praxis. Wir beeinflussen mit diesem Konstrukt nur das Lernverfahren. Hier jetzt ein Algorithmus, ein Gradientenabstiegsalgorithmus, der zweite, den Sie jetzt sehen, nach dem LMS-Algorithmus und der dritte nach Find-S außerdem. Der funktioniert leicht anders. Hier soll nicht einfach zufällig ein Beispiel gewählt werden, sondern wir wollen möglichst den optimalen Weg gehen, um die beste Hypothese zu finden. Deswegen ist der Algorithmus ein kleines bisschen komplizierter. Er ist Batch Gradient Descent. Eingabe ist der Datensatz D, eine Multimenge von Beispielen, wie wir sie oben definiert haben. P-dimensional sind die Beispiele und die Klassen sind definiert als kodiert als 0 oder 1, genau wie wir es oben definiert haben. Wir haben wieder eine Lernrate Eta und Ausgabe ist genau wie beim LMS-Algorithmus auch ein Gewichtsvektor, der p plus 1 Dimensionen hat. Das ist unsere Hypothese, die die Modellfunktion, die logistische Modellfunktion spezialisiert und anwendbar macht dann auf konkrete Beispiele, auf doch zuvor ungesehene Beispiele. Ausgangspunkt des Algorithmus ist wieder eine zufällige Initialisierung der Gewichte und dann
der Eintritt in eine Repeat-Until-Schleife, bis der Gewichtsvektor konvergiert. Wir setzen zwei Hilfsvariablen und dann wird eine weitere Schleife gestartet, die über sämtliche Beispiele iteriert, die in unserem Datensatz drin sind. Der Modellfunktionswert wird ausgerechnet mit Hilfe der so de der definierten Sigmoid, der, 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 der auf Basis der Sigmoid-Funktion angepassten Modellfunktion. Wir berechnen, genau wie bei der LMS-Algorithmus auch, den Fehler als Differenz zwischen dem vorhergesagten Wert y von x und c. Und dieser Fehler wird dann herangezogen und mit Eta multipliziert, anschließend mit dem gerade vorliegenden Beispiel in der Schleife. Und das Ganze wird dann summiert auf den sogenannten Delta-Gewichtsvektor, der am Ende der Schleife, nachdem wir sämtliche Fehler sozusagen hier als Gewichtsänderung summiert haben, auf den zuvor initialisierten Gewichtsvektor addiert wird, um dann hier im nächsten Schleifendurchlauf wieder als zur Berechnung des Modellfunktionswerts für jedes einzelne Beispiel herzuhalten. Genauso wie beim LMS-Algorithmus auch, ist dieser Teil hier entstammt der Ableitung der L-Sigma-Funktion. Das heißt, dieser Funktion, die Sie hier jetzt schon gesehen haben. Die wurde hier hergeleitet und das ist im Prinzip der einzelne Lernschritt, genau wie bei der RSS-Funktion auch. Hier, da haben wir vorher Y minus dem Funktionswert gesehen zum Quadrat und hier ist es jetzt halt diese Form. Ist ein bisschen komplizierter, aber im Endeffekt passiert rein konzeptuell dasselbe. So wird der Fehler berechnet. Das ist die Verlustfunktion, die wir anwenden. Und um das zu optimieren, müssen wir genau wie vorher auch wieder feststellen, wo sind die Extremwerte der Funktion und handelt es sich dabei um Minima. Und diese Minima versuchen wir dann mit Hilfe des Gradientenabstiegsverfahrens anzustreben. Schematisch ähnelt der Algorithmus nahezu vollständig dem LMS-Algorithmus. Die vier Lernschritte sind gleich: Modellfunktionsevaluierung, Kalkulation des Residuums und Kalkulation des Verlustes und anschließend dann ein Parametervektor-Update. Hier ist der Unterschied zum LMS-Algorithmus, dass wir anstatt nur ein Beispiel zu betrachten und sofort zu updaten, zunächst alle Beispiele betrachten, von allen die Fehler bestimmen und das summieren, um dann einmal ein Update des Parametervektors zu machen. Das ist mit Batch gemeint. Wir gehen batchweise immer wieder durch die Daten durch, bis der Algorithmus gemäß unserer Kriterien konvergiert. Auf diese Weise wird der Gradientenabstieg optimal hergestellt. Das bedeutet, man geht immer den steilsten Weg des Gradienten. Oder man steigt immer auf dem steilsten Weg ab. Anstatt wie beim LMS-Algorithmus kann es auch mal passieren, dass man genau nicht den steilsten Weg nimmt. Nur in ungefähr die Richtung geht. All das steht hier auch nochmal. Zusammenfassend also nochmal für die logistische Regression. Der Task ist die binäre Klassifikation, die wir es als durchlaufendes Beispiel verwenden. Wir haben die Daten D gegeben, gemäß der Standarddefinition, wobei hier die Klassen als 0 und 1 kodiert sind. Wir haben einen Hypothesenraum aufgestellt, der sich aus einer Modellfunktion ergibt. Die Modellfunktion ist die Sigmoidfunktion, in die die lineare Regressionsfunktion eingesetzt wurde. Und daraus ergibt sich der Parameterraum R hoch P plus 1. Wir optimieren die Lost-Funktion L Sigma, die abgeleitet wurde aus dem Wunsch, die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten mithilfe einer Modellfunktion, die auch einer logistischen Modellfunktion erklärt werden, minimiert. Es wird keine Regularisierung angewendet und die
Loss-Funktion für den einzelnen Lernschritt L Sigma ist hier gegeben. Als Optimierungskriterium, als Optimierungsansatz wählen wir nun den Batch Gradient Descent Algorithmus wie vorher, aber es gibt auch andere Verfahren, die noch schlauer und noch schneller vorgehen. Da können Sie sich weiter zu belesen. Im Großen und Ganzen muss man zur logistischen Regression sagen, dass es sich um ein sehr robustes Verfahren handelt, das auch heute noch immer sehr weit verbreitet ist und häufig angewendet wird, auch im maschinellen Lernen. Auch ganz genauso wie bei der linearen Regression können wir mit Hilfe zum Beispiel der Basisexpansion oder anderer Arten und Weisen, wie man die Features, die man ursprünglich hatte, erweitern kann, eine komplexere Modellfunktion, eine nichtlineare Modellfunktion in die Sigmoid-Funktion als Parameter eingeben, hier Basiserweiterung mit Hilfe von höheren Exponenten der Feature Werte x1 und x2. Und auf diese Weise kann man genau wie vorher auch wieder einen Kreis beschreiben, um zum Beispiel diese Art von Lernsituation zu erfassen und entscheidbar zu machen. Die Diskriminationshyperebene ist dann hier in diesem Fall genau dieser Kreis. Auch da die Entscheidungsregel, genau wie vorher, einfach nur befindet sich das Beispiel auf der einen Seite oder auf der anderen Seite der Diskriminationshyperebene. Auch damit, mit weiterer Komplexitätssteigerung der Modellfunktion, können wir auch komplexere Lernsituationen modellieren. All das liegt allerdings dann in der Entscheidung des Modellierers. Das lernt das Verfahren nicht für Sie. Da müssen Sie wissen, ob das nötig ist oder nicht. Was die Komplexität von solchen Funktionen anbelangt, werden wir uns genau dann jetzt auch im nächsten Abschnitt mit beschäftigen, denn so ganz sind die Probleme jetzt noch nicht gelöst, die wir haben. Bevor wir allerdings dann dazu kommen, dass wir uns mit dem nächsten Problem beschäftigen, das habe ich noch übersprungen, werden wir uns erstmal noch anschauen, wie die Loss Computation genau funktioniert. Also was passiert da richtig? Und hier zeige ich Ihnen jetzt verschiedene alternative Loss-Funktion. Wir haben jetzt bei der logistischen Regression gesehen, dass man mithilfe der Sigmoid-Funktion eine spezifische Loss-Funktion herleiten kann. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, verschiedene Arten von Loss-Funktionen in die logistische Regression oder auch die lineare Regression einzuführen. Und das zeigen wir Ihnen am Beispiel an den einfachen Beispielen des 0-1-Losses, des quadratischen Losses und des logistischen Losses. Welchen Effekt haben diese Funktionen auf das Lernproblem? Was passiert da genau? Es gibt noch weitere Loss-Funktionen, die auch im tiefen neuronalen Netzen eingesetzt werden und darüber hinaus noch eine ganze Menge weitere. Also die Konstruktion von solchen Loss-Funktionen ist ein eigener Forschungsbereich, ein eigener Teilbereich des maschinellen Lernens. Es werden zwei Arten von Loss-Funktionen unterschieden, das haben Sie auch vorher schon gesehen. Einerseits die punktweise Loss-Funktion. Das ist die Funktion, die nur für ein gegebenes Beispiel und seine Klasse berechnet, ob wie stark die Abweichung ist. Und es ist die globale Loss-Funktion, hier mit dem großen L, die für einen Gewichtsvektor bestimmt, wie gut ist denn diese Hypothese für den gesamten Datensatz, den man herangezogen hat. Das ist einfach die Summe der punktweisen Losses. Es gibt verschiedene Loss-Funktionen, je nachdem, ob man sich mit Regressions- oder Klassifikationsproblemen beschäftigt. Allerdings werden insbesondere auch Loss-Funktionen, die für die Regression eingesetzt werden, auch häufig in der Klassifikation eingesetzt. Umgekehrt jedoch eher selten. Das Detail, das ich Ihnen hier zeige, ist zunächst erstmal für die lineare Regression und darauf aufbauen schauen wir uns dann auch analog das an, was die Loss-Funktion der logistischen Regression leistet. Also hier kann man das Problem, das in der linearen Regression besteht, nochmal ganz anschaulich sehen mit der Loss-Funktion des quadratischen Losses.
Wir haben also irgendeine punktweise Loss-Funktion gegeben, die in irgendeiner Weise den Fehler, den die Modellfunktion y für das Beispiel x bezüglich der Klasse c macht, quantifiziert. Und diese beiden Loss-Funktionen, die wir jetzt betrachten, sind einerseits der 0,1-Loss und der quadratische Loss, der auch in der Residual Sum of Squares eingesetzt wird. Der 0,1-Loss, den haben Sie noch nicht gesehen, der ist definiert einfach als die Identität der Vorhersage mit der Klasse. Wir stellen also fest, ob gemäß der Entscheidungsregel bei der linearen Regressionsfunktion, nämlich des Vorzeichens des Funktionswerts, ob diese Entscheidung, so getroffene Entscheidung, mit der Klasse übereinstimmt. Wenn sie übereinstimmt, dann gibt die Loss-Funktion 0 zurück. Es gibt keinen Verlust. Es ist ja kein Fehler gemacht worden. Wohingegen, wenn die Klasse nicht mit der vorhergesagten Klasse übereinstimmt, dann wird eine 1 zurückgegeben. Beim quadratischen Loss, den wir schon gesehen haben, wird einfach die Abweichung berechnet und die Abweichung zum Quadrat genommen. Jetzt fangen wir an mit der Input-Space-Visualisierung für eine gegebene Parametrisierung einer linearen Modellfunktion. Hier sehen Sie einen zweidimensionalen Inputraum oder einen Feature-Raum und darin dann die Diskriminationshyperebene, die schon auf die Beispiele gefittet wurde. Sie klassifiziert die Beispiele nahezu perfekt. Es gibt nur zwei Beispiele, die an den falschen Stellen sind. Und in dem Plot daneben sehen Sie jetzt eine alternative Darstellung, eine Transformation dieses Raums, der nochmal im zweidimensionalen symbolisiert, was wir auch schon im dreidimensionalen gesehen haben. Nämlich, wenn ich hier nochmal hingehe, dann sehen Sie hier diese blaue Hyperebene, das ist der blaue Strich hier. Wir schauen quasi von der Seite auf diesen Strich und der Inputraum wird quasi auf die Y-Achse projiziert. Also das heißt, wenn man sich das nochmal auch anhand des Zusammenhangs mit dem Input Space klar machen möchte, wir nehmen im Prinzip so etwas wie einen Querschnitt hier durch den Raum und betrachten die Diskriminationshyperebene aus diesem Blickwinkel hier. Das heißt, wir schauen direkt auf die entlang der Linie, auf die Linie. Das heißt, Sie sehen deshalb hier nur den einen Diskriminationspunkt quasi, obwohl es sich dabei hier um diese Gerade handelt. Alle Beispiele werden gemäß ihres Abstands zu dieser Diskriminationsgeraden dann entsprechend auf der Y-Achse gemäß ihrer Klasse zusammengestaucht. Und auf diese Weise sehen wir den Plot, den Sie auch schon oben gesehen haben, nochmal und wie das Ganze umgekehrt in Zusammenhang steht. Sie sehen jetzt hier, dass verschiedene Beispiele einerseits sehr gut klassifiziert werden, der Fehler ist gering, aber je nachdem, in welche Richtung man schaut, wird der Fehler immer größer, egal ob die Modellfunktion, ja, egal ob es dort noch positive Beispiele gibt oder nicht. Wenn wir jetzt uns einen Plot der Loss-Funktion dagegen anschauen, dann nehmen wir einfach diese x-Achse hier und ändern die Y-Achse und schauen uns einfach den Verlauf der Loss-Funktion an, wenn wir ein Beispiel auf der X-Achse hier hinüber wandern lassen. Ups, Verzeihung, ich bin einen Schritt zu weit. Wenn wir ein Beispiel hier hinüber wandern lassen. Das heißt, die Loss-Funktion ist 1 bezüglich der positiven Klasse, wenn das Beispiel sich links dieses Diskriminationspunkts befindet, der hier zu sehen ist. Die Loss-Funktion, die 0,1-Funktion wird 0, sobald das Beispiel sich rechts dieses Punkts befindet. Das ist eine Stufenfunktion und eine solche Funktion einzusetzen, um unsere Parameter zu optimieren in der linearen Regressionsfunktion, wäre schlicht nicht möglich, denn zu keinem Zeitpunkt können Sie für ein Beispiel sagen, in einem Lernschritt, in welche Richtung Sie die Parameter ändern müssten, damit sich die Loss-Funktion
verringert. Man hat hier keine Gradienten. Also das heißt, hier gibt es keinerlei Möglichkeit, ist alles auf derselben Höhe. Deswegen taugt diese Loss-Funktion nicht als Optimierungskriterium. Deswegen wurde ja genau der quadratische Fehler herangezogen als eine weitere Alternative. Und auch die hat auch sehr, sehr gut funktioniert, bevor die logistische Funktion erfunden wurde in diesem Zusammenhang. Die quadratische Loss-Funktion bildet eine Parabel in diesem Raum. Der Nullpunkt der Parabel liegt genau auf dem Funktionswert, bei dem die gefittete lineare Modellfunktion 1 wird. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendeinen Parametervektor haben, der einen Loss hier ansetzt, dann müssen Sie nichts anderes tun, als genau hier den Gradienten zu bestimmen und das und den Parametervektor so zu verändern, dass Sie einen Gradientenabstieg machen. Das heißt, Sie gehen immer weiter hier runter. Und sobald Sie das Minimum erreicht haben auf dieser Loss-Funktion, sind Sie fertig. Haben Sie den optimalen Teil erwischt. Aber das Problem mit dieser Loss-Funktion ist genau, dass Sie ja trotzdem noch Beispiele haben, die sich weiter und immer weiter rechts von der Diskriminationshyperebene befinden. Die Loss-Funktion steigt hier wiederum an. Abhängig natürlich von dem gewählten Parametervektor. Aber im Endeffekt, da es sich um eine Parabel handelt, es ist schließlich eine quadratische Funktion, können Sie das an dieser Stelle nicht verhindern, dass hier der Fehler wieder steigt, obwohl es nicht nötig wäre. Und das ist exakt das, was in Mithilfe der logistischen Funktion repariert wird. Das Ganze, wenn Sie jetzt hier auf der Y-Achse die Klasse 1 durch die Klasse 0 austauschen, ist dann nochmal gespiegelt. Es gilt auch genauso umgekehrt. Analog dazu nun die logistische Regression. Wir haben eine punktweise Loss-Funktion, die den Fehler quantifiziert, der für ein Beispiel x bezüglich einer Klasse c gemacht wird. Und diese Loss-Funktion ist entweder zum Vergleich wieder der 0-1-Loss oder der logistische Loss, wie wir ihn definiert haben. Dass wenn wir nochmal zurückgehen auf die Ableitung dieses Losses, dann sehen wir hier die Funktion, die ist hier als ein gemeinsamer Term angegeben. Allerdings, um das Ganze mit der Klassifikationsentscheidung in Einklang zu bringen, wurde dieser Term aufgespalten. Also es ist im Prinzip äquivalent, was Sie hier sehen. Wenn die Zielklasse 1 ist für das Beispiel, dann gibt die Funktion den Wert minus Logarithmus für das Funktionswert aus und wenn die Zielklasse 0 ist, 1 minus den Funktionswert des Logarithmus. Und Sie erinnern sich, es handelt sich hierbei um die Wahrscheinlichkeit. Wir geben im Prinzip die logarithmierte Wahrscheinlichkeit aus der logistischen Funktion. Auch hier können wir dieselbe Art und Weise der Visualisierung wieder anwenden. Ausgehend vom Eingaberaum ziehen wir einen Querschnitt durch diesen Raum. Schauen auf die Diskriminationshyperebene, indem wir diesen Raum entsprechend rotieren und erhalten dann hier diese Ansicht, wie wir sie schon kennen, wie wir sie auch oben beispielhaft gesehen haben, bezüglich des Verlaufs der Sigmoid-Funktion. Allerdings ist auf der X-Achse jetzt der Modellfunktionswert wieder zu sehen. Wenn wir die Y-Achse austauschen durch den Wert der Loss-Funktion gemäß dieses Modellfunktionswerts haben wir wieder die ursprüngliche Form des 0-1-Losses, die Stufenfunktion und zum Vergleich hier die logistische Funktion, die einfach nur immer kleiner wird, logarithmisch. Und Sie sehen, je weiter ich über den Zielwert von 1 als Klasse hinausgehe, umso kleiner wird die Funktion. Die setzt sich auch genauso fort. Daran können Sie nochmal sehr plastisch, hoffe ich, den Vorteil, den die logistische Loss-Funktion gegenüber der quadratischen Loss-Funktion hat, erkennen.